herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch Vierfach-Map Version 1.9 ohne Gräben. Wir sind dabei, diverse Felder anzusehen. Drei Stück noch, also an drei Stück sehen wir hier parallel an. Feld 8, Feld 12 und Feld 6. Weiterhin zu machen ist noch Feld 7, Feld 9 und das Gras, ehemalige Grasfeld 7. Das müssen also alle Erntemaschinen noch irgendwie einmal umsetzen, damit wir dann alles geerntet kriegen, gesät kriegen. Alle Sämaschinen, nicht alle Erntemaschinen. Was sabbel ich? Unglaublich. Was macht mein 8530? Fährt er im Kreis? Nein, glaube ich nicht. Nein, tut er nicht. Er fährt nicht im Kreis. Nein. Er da? Sät einfach nur an. Das ist ja jetzt nicht so das Verkehrteste. So, Haken. Und hier habe ich ja immer wieder Probleme, dass hier meine Hackschnitzel volllaufen und ich die nicht loswerde. Und ich will die nicht immer wegbringen zur... Ah, hier wird produziert. Ich will die nicht immer zum Hof bringen, weil ob ich sie da dann überhaupt gebrauchen kann, weiß ich auch nicht. Auch in den Sternen. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich mir hier irgendwo ein Hackschnitzellager anbaue. Für 92.000 ein Wood Chip Storage. So. Und etwas groß. Sehr cool. Hier wird er gut hinpassen. Hier ein Woodchip Storage hingebaut. Komisch aus. Nee, zumindest ich hier meinen Spot. Aber. Dann. So. Das Axion 900 hat durchdrehende Reifen. Ja, klar, hast du durchdrehende Reifen. Da auf dem Deich. Da darfst du auch durchdrehende Reifen haben. Da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Überhaupt nicht. So, alles schön. Da vorne wird er dann gleich nochmal durchdrehende Reifen kriegen. So, und wir gucken uns jetzt mal an, was denn hier mit dem Woodchip Storage funktioniert. Was cool ist. Thank you.
Ja, dass der 900er da nochmal wieder durchdrehende Reifen kriegt, das sagte ich ja schon. War ja zu erwarten. Boah, das ist aber hier wirklich eng. Aber egal. Müssen wir jetzt durch. Hier eben. Ja, wie gesagt, das sagte ich ja, dass er hier durchdrehende Reifen kriegen wird. Das war klar. So, ich muss mal eben parallel wieder unseren Server neu starten. Wir haben da echt nur Probleme mit. Echt ärgerlich. Ja, nicht eine Anzeige, wie viel da drin ist. Okay. Naja. Vielleicht sollte ich hier mal einen kleinen Weg durchbauen. Dass man da einfach dann eine Straße hat. Mal gucken. Mal sehen, was wir da machen. So, ihr seht ja, die Saat ist ja, in den letzten Zügen. Krass, passt da viel. Haben wir hier viel Hackschnitzel, ey. Dann muss ich hier nochmal zwei Bäume fällen. Die Stumpen wegmachen. Hier vorne, diesen einen Baum werde ich dann auch noch fällen. Die Stumpen werde ich wegmachen. Und dann werde ich mir das da alles schön auch mit Schotter
einschottern, sozusagen. Was wir hier noch wegholen können an Hackschnitzeln. Da ist nicht ganz so viel. Wieso habe ich hier eigentlich die ganze Zeit dieses Cosplay-Display an? Das brauche ich für den hier doch gar nicht jetzt. So, das haben wir. Jetzt können wir hier gleich noch wieder Bretterpaletten wegholen. Ja, da passen noch 1, 2, 3 Paletten hin. Und dann war's das. Palette. Was lernen wir daraus? Wir müssen jetzt Paletten hier abholen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Leute, wenn es euch bisher gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Und ja, kommt mich gerne hier besuchen auf meiner Homepage oder bei Facebook. Und schaltet für die nächste Folge vor allem wieder ein. Ja. Und in diesem Sinn sage ich jetzt mal ciao.